Hallo und herzlich willkommen zu Moment of Inspiration, den Impulsen für mehr Leichtigkeit, mehr Leistung, mehr Leben. Du kennst sicherlich noch Michael Schumacher. Michael Schumacher, die Legende der Formel 1 schlechthin. Siebenfacher Weltmeister, davon alleine fünfmal hintereinander Weltmeister mit Ferrari. Und als man schon glaubte, er hat seine Karriere beendet, da startete er 2010 nochmal ein Comeback mit Mercedes. Und knapp drei Jahre später, am 25. November 2012, fuhr er in Sao Paulo seinen 307. und wirklich letzten Grand Prix. Und in der Auslaufrunde gab er etwas über Boxenfunk weiter. Es waren nur ein paar Wörter, doch diese Wörter, die hatten es in sich. Denn er sagte, Life is a passion. Thank you for sharing mine. Das Leben ist Leidenschaft, ist Begeisterung. Danke, dass ihr meine geteilt habt. Und ich glaube, wir können sehr viel von diesen paar Wörtern für uns auch wieder mitnehmen. Denn ja, das Leben ist Begeisterung, es ist Leidenschaft. Und diese Begeisterung, diese Leidenschaft schaffen auch wieder mehr Leben. Doch ich beobachte, dass wir sehr häufig diese Begeisterung, diese Leidenschaft im Täglichen verlieren. Wir sind gefangen in unseren Gewohnheiten, in unseren Routinen, in dem, was wir so gewohnt sind. Und viele, wenn wir ehrlich sind, sind nicht mehr wirklich mit dem Herzen dabei, um diese Begeisterung täglich wirklich auch sichtbar nach außen zu machen. Und manchmal braucht es nur wieder ein neues Bewusstsein, um sich klar zu werden, was ist denn so meine Begeisterung? Was ist die Sache, die ich wirklich mit vollem Herzen machen könnte? Und deswegen möchte ich dir heute in diesem Impuls nur eine Frage stellen. Und die Frage lautet, was ist die eine Sache, die es sich für dich lohnt, mit ganzem Herzen dran zu sein und umzusetzen? Was ist diese eine Sache? Und wenn du diese eine Sache für dich findest, oder wiederfindest und mit dem Herzen dranbleibst, dann wirst du diese Begeisterung, diese Leidenschaft in dir spüren, du wirst sie nach außen zeigen und du wirst nach und nach das auch umsetzen können. Ich wünsche dir, dass du über diese Frage für dich einfach einmal nachdenkst, dir diese Frage so richtig bewusst machst und natürlich dann gute Antworten findest und auch den Mut hast, das, was du für dich findest, Schritt für Schritt auch umsetzen zu können. Und dafür wünsche ich dir viel Erfolg, viel Spaß und mache dir immer bewusst, bei allem, was du tust, entdecke in dir, was möglich ist. Danke, dass du bei diesem Impuls dabei warst und ich freue mich natürlich, wenn du auch beim nächsten Moment of Inspiration wieder dabei bist. Bis dahin, mach's gut, alles Gute, dein Jürgen Zwickel.